müssen UV-Lampen eigentlich rund um die Uhr laufen. Mein Name ist André Ahrens für Koipon. Müssen Sie nicht unbedingt. Sie können zum Beispiel an Ihrem Biotopteich die Lampe mit einer Zeitschaltuhr betreiben und austesten, wie viel Laufzeit erforderlich ist, damit der Teich klar bleibt. Je mehr Fischbesatz ist, desto mehr sollte die UV-Lampe allerdings anbleiben. Gerade bei Koi-Teichen wissen wir ja, sorgt die UV-Lampe nicht nur für klares Wasser, also verklumpt die Schwebealgen, sondern entkeimt auch den Teich, was für die Gesundheit der Koi wichtig ist. UV-Lampen können auch Mikroorganismen abtöten. Die Firma Oase hat sich zum Beispiel was Tolles einfallen lassen. Bei diesen Bitron-Lampen, die einige von euch kennen, gibt es eine Bypass-Regelung. Das heißt, ein Teil des Wassers wird durch Regelung mit diesen Klappen gar nicht durch die UV geleitet, sondern direkt in den Filter. Und ein anderer Teil der Pumpleistung geht durch diese Lampe und fließt dann langsamer rund. So ist das Gehäuse konzipiert. Es dreht sich um die Lampe rum, hat dadurch sehr lange Kontaktzeit und dadurch sind diese speziell gebauten Lampen so besonders effektiv. Also probiert es aus, wie viele Stunden ihr laufen lassen wollt, damit ihr wisst, wann ihr die Lampe dann wechseln müsst. Empfehlen wir, wenn ihr schon eine Zeitschaltuhr habt, auch irgendwo einen Betriebsstundenzähler zu haben, damit ihr wisst, aha, die 8000 Stunden sind um, ich muss die Lampe wechseln. Ja, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und wir haben Lust, weitere schöne Filmchen für euch zu machen.